Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, dieses Jahr 2020 war anders. Corona und die Bewältigung der Pandemie bestimmen seit März unsere Tage, von morgens bis abends. 2020 hat uns alle zum Stillstehen gezwungen, komplett. 2020 war ein Jahr, das unsere Gesellschaft immer wieder zum Zuhören und Hinhören gezwungen hat. Ein Jahr, das wechselte zwischen Zeitlupe und Zeitraffer. Sie alle haben im Großen wie im Kleinen so manche Herausforderung bewältigt. Sie haben alle viel geleistet und mussten gleichzeitig auf vieles verzichten. 2020 war ein Jahr mit Entscheidungen, die massive Auswirkungen auf unsere Stadt hatten. Entscheidungen, die niemandem leicht gefallen sind. 2020 war ein Jahr der großen, grundlegenden gesellschaftlichen Themen. Miteinander, Solidarität, Gerechtigkeit, Freiheit. Ein Jahr, das die Grundrechte und ihre Bedeutung für uns alle in den Mittelpunkt gerückt hat. 2020 war ein Jahr, das mir immer wieder vor Augen geführt hat, dass wir die anderen Themen Klimawandel, Bildung, zukunftssichere Arbeitsplätze nicht hinten anstellen dürfen, sondern dass im Windschatten von Corona auch diese Themen mit Priorität weiter bearbeitet werden müssen. 2020 war ein Jahr, das mir vor allem aber eines klar gemacht hat: wie wichtig zwischenmenschliche Kontakte sind. Videokonferenzen und digitale Formate ersetzen nicht einen Blick, ein Lachen, einen Händedruck. Sie fördern nicht das gegenseitige Vertrauen, das wir für die Herausforderungen unserer Zeit so dringend brauchen. Persönliche Gespräche und direkter Austausch, sie fehlen mir und ich weiß, vielen von Ihnen auch. Sie fehlen auch deswegen, weil es so viel gemeinsam zu besprechen und zu entscheiden gibt. 2020 war ein Jahr, das Ihnen allen viel abverlangt hat. Bei Ihnen, die Verantwortung übernehmen, um sich und andere bestmöglich zu schützen, möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Mein besonderer Dank gilt allen, die in ihrem beruflichen Alltag bei der Bekämpfung der Pandemie einen hohen Einsatz leisten und das öffentliche Leben am Laufen halten. Pflegekräften, medizinischem Personal, den Hilfsorganisationen, Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern, den Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes, des Ordnungsdienstes, der Polizei, um nur ein paar zu nennen. Allen, die wirtschaftlich von den Corona-Einschränkungen besonders betroffen sind, die Kulturschaffenden, die Unternehmen vor allem im Einzelhandel und Gastronomie, aber auch den Menschen in Kurzarbeit und den Arbeitssuchenden, möchte ich Mut zusprechen. Ich hoffe, dass die Unterstützungen von Bund und Land über diese schwierige Zeit hinweg helfen. Alleinstehende, Eltern, Kinder, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Risikogruppen, ältere Menschen, junge Menschen. Corona trifft uns alle, aber in unterschiedlicher Härte. Und ich weiß, dass einige verzweifelt sind, weil sie von den Einschränkungen in besonderem Maße in ihrer persönlichen Freiheit, in ihrem Alltag eingeschränkt oder gar in ihrer Existenz bedroht sind. Auch ich hätte mir gewünscht, dass all die Maßnahmen, die sie erneut seit Wochen mittragen, nicht notwendig gewesen wären. Normalerweise würde ich jetzt zu einem Rückblick ansetzen über Schulsanierungen und Fahrradwege, über das Staatstheater oder die Linie 5 sprechen. Aber sind wir ehrlich zueinander? Es geht um die Bewältigung der Pandemie in allen Bereichen und dann um das danach. Was wir 2021 erreichen? Ganz ehrlich, ich kann Ihnen leider keinen verlässlichen Ausblick geben. Wie geht es unserer Stadt? Was braucht unsere Stadt für die Zukunft? Wie überwindet unsere Stadtgesellschaft die Pandemie? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns bereits befassen und an denen wir gemeinsam nächstes Jahr arbeiten müssen. Eines ist sicher: Mit dem bald zur Verfügung stehenden Impfstoff werden wir in eine neue Phase eintreten,
im Kampf gegen Corona. Wir werden uns wieder mehr Normalität im Alltag zurückerobern. Und ich kann Ihnen versprechen, dass ich, der Stadtrat und die gesamte Stadtverwaltung weiter mit voller Kraft und vollem Einsatz daran arbeiten, dass sich unsere Stadt von der Krise erholt. Seit Beginn der Pandemie kursiert in den sozialen Medien ein Hashtag, der lautet Augsburg hält zusammen. Diesen Hashtag nutzen viele, die damit zum Ausdruck bringen wollen, dass wir als Stadt die Herausforderung gemeinsam schaffen. Der Hashtag wird gesetzt, wenn vor Ort eingekauft oder die örtliche Gastro unterstützt wird oder mit dem Vermeiden von Kontakten der wichtigste Beitrag zur Bekämpfung dieser Pandemie geleistet wird. Dieser Hashtag, den der FC Augsburg ins Leben gerufen hat, ist ein gutes Motto für das neue Jahr. Augsburg hält zusammen. Wir halten zusammen. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Unterstützung in diesem merkwürdigen Jahr 2020 und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für das Jahr 2021. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.